Also wir fangen jetzt an. Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Live-Event, das im Rahmen von unserem Unterrichtsprojekt Fake News stattfindet. Und mein Name ist Servan. Ich kümmere mich um die Nutzungsbegleitung der deutschen Abonniertenschulen, das heißt alle Schulen, die EDUCARTE abonniert haben, wie eure Schule. Und seit Oktober nehmt ihr alle am Unterrichtsprojekt Fake News teil. Das wissen Sie noch, das Projekt hatte als Ziele, das Verständnis bei der Quellenüberprüfung bei den Schülerinnen zu schaffen und auch über die Mechanismen und Auswirkungen von Fake News aufzuklären. Und heute freuen wir uns sehr, Stefanie Hinzmann, die ARTE-Journalistin und Moderatorin für die Nachrichtensendung für Kinder ARTE-Journal Junior, begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Stefanie, dass du heute mit uns bist. Und bevor ich Stefanie das Wort erteile, möchte ich ganz kurz an den Ablauf des Webinars erinnern. Wir werden erstmal ein kurzes Video ansehen, das euch hinter die Kulissen von ARTE-Journal Junior führt. Und dann wird Stefanie mehr über ihre Arbeit und über das Thema Fake News sagen. Und letztendlich gibt es natürlich die Möglichkeit, alle ihre Fragen zu stellen. Und hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können entweder die Fragen im Chat schreiben, wenn das für euch besser ist, oder Sie können natürlich auch das Mikrofon freischalten und die Fragen mündlich sagen. Und Stefanie, vielleicht bevor wir das kurze Video ansehen, möchtest du dich erstmal vorstellen? Stefanie hat gerade den Techniker angerufen. In der Zwischenzeit werden wir erstmal das Making-of-Video von ARTE-Journal Junior ansehen. Es ist ein Video, das hinter die Kulissen von ARTE-Journal Junior gedreht worden ist. Und dank dieses Video werdet ihr auch einen besseren Überblick über die Arbeit von dem Team und wie eine Sendung überhaupt produziert wird. Also ich teile meinen Schirm mit Ihnen. Und das Video dauert 5 Minuten und dann bin ich wieder da und dann funktioniert alles mit der Technik schon wieder. Oui, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on le traite sur un niveau un peu abstrait, la guerre en soi, dans l'histoire, etc. Ou est-ce qu'on le... Si on met vraiment la Russie, c'est plus... Ben, y a tout l'aspect historique, hein. Territoire, géopolitique. Oui, oui, voilà, tous les aspects sont là. Ouais. Ils sont dedans. Et dans les questions pour enfants, on n'a jamais traité les guerres en général. Je suis en train de réfléchir. Moi, c'est plus la peur, parce que c'est vrai que tu le ressens comme une menace. Tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Je vois des bombardements, on parle d'Europe. L'Europe, c'est chez moi. Un enfant, il a peut-être pas les, il voit pas les kilomètres, que l'Ukraine, c'est pas notre voisin. C'est quand même inquiétant, je trouve. Mmh. Wir kommen gerade aus der Rektionskonferenz und es gab einige Diskussionen über die Frage, ob man praktisch eine Sondersendung machen soll, nur über den Krieg, oder ob man verschiedene Beiträge machen soll. Und jetzt rechnen um 16 Uhr auf und vorher muss noch die zweite Sprachversion gemacht werden. Das heißt, jeder arbeitet in seiner Sprache, auf Deutsch oder Französisch. Der Text wird dann jeweils übersetzt und dann muss er in einer anderen Sprache gesprochen werden. Und das braucht seine Zeit und deswegen muss das so gegen 13, 14 Uhr muss die erste Version fertig sein. Des véhicules militaires russes pénètrent sur le territoire ukrainien aux différents postes frontières du pays. Cette invasion du territoire marque le début de la guerre russe en Ukraine. Depuis la nuit des temps, les hommes se font la guerre. Donc là, on a le graphique. Il arrive à combien le graphique? Une 13. Entre un enfant de 8 ans et 10 ans, l'écart est quand même à cet âge-là énorme. Donc pour vulgariser, je me connecte souvent à Wikidia. Le Wikipédia pour enfants, ça me permet moi de redescendre au maximum le registre de vocabulaire. Je fais un plan de travail. J'écris, le moteur y met sa touche, il a un autre regard que moi sur l'actualité encore. Et après, j'essaie de rendre l'écriture plus précise par rapport à son montage. Der vierte Weltmeistertitel für die amerikanischen Fußballerinnen der zweite in Folge, eine unglaubliche Leistung. Heute ist natürlich die Ukraine und der Krieg in der Ukraine, den wir thematisieren werden. Und dann nehmen wir aber auch ein zweites Thema, was dann im Allgemeinen ein bisschen leichter ist, ein bisschen was Netteres oder ein bisschen was aus dem Sport oder so. Und das ist jetzt heute dann zum Beispiel, was ich mache. Ich mache eben ein Thema zum Frauenfußball eben in den USA.
Die tagesaktuellen Stücke werden ja heute im Laufe des Vormittags produziert. Das heißt, ich recherchiere, suche nach kreativen Ideen, wie ich also dann diese einzelnen Inhalte miteinander verbinde. Ich sage immer, es ist wie ein großes Puzzle. Man muss alles zusammen basteln, damit es ein schönes, rundes Ganzes wird. Und ja, und dann machen wir die Abnahmen, meistens am Ende des Vormittags. Ich gehe dann mit dem Chef vom Dienst, heute Alexander, in die Schnitträume, schaue mir die Stücke an, dann diskutieren wir darüber und ich schaue dann, passen denn überhaupt meine Moderationen oder muss ich was abändern, ist etwas doppelt, ist etwas nicht verständlich und dann schreibe ich vielleicht nochmal um. Der vierte Weltmeistertitel für die amerikanischen Fußballerinnen, der zweite in Folge. Wir sind sozusagen die ersten Zuschauer und alles, was uns möglicherweise irritiert im Aufbau des Stücks oder was vielleicht auch inhaltlich nicht stimmt oder vielleicht auch mal eine Wiederholung, so Sachen besprechen wir dann mit Frank, ändern die und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir davon aus, dass das Stück fertig für die Sendung ist. C'est quand tu veux, Romain. Übrigens zahlt weltweit nur eine Handvoll Verbände den Frauen gleich große Prämien wie den Männern. Der Deutsche Fußballverband ist nicht darunter. Jetzt bin ich gerade dabei, eben meinen Kommentar einzusprechen, meinen Sprechertext. Die Herausforderung, sagen wir mal, beim Einsprechen ist, dass man auch wirklich die Zeit einhält. Weil also man hat ja einen Text, der zu den Bildern passt. Das heißt, ich muss natürlich auch entsprechend schnell sprechen oder langsam, je nachdem, wie es eben passt, dass der passende Teil des Textes dann auch zu den passenden Bildern kommt. À travers tout le pays, les avions russes ont largué des bombes, y compris sur la capitale ukrainienne Kiev. Pendant que des hommes puissants font la guerre, les civils innocents souffrent et paient le prix fort, comme en Ukraine. Alors, bon, là, tu es trop court. Enfin, il faut rallonger. Ouais. Jetzt bekomme ich also Schminke von der lieben Maskenbildnerin Sabine, die auch dafür sorgt, dass ich mich vor der Sendung noch ein bisschen entspannen kann, weil heute eben ein anstrengender Tag ist. Wir haben die Kriegserklärung in der Ukraine und das macht auch viel mit einem selber. Man ist da ganz, ganz aufgeregt und auch angespannt. Und im Anschluss bekomme ich noch die Haare gemacht. Man sieht es, im Moment ist da noch ein bisschen Chaos auf dem Kopf. Und im Anschluss gehe ich dann ins Studio und fange an zu moderieren. Merci. Ja, das kleine Ding hier ist ein Knopf im Ohr und das stecke ich mir ins Ohr hinein, um dann eben zu hören, was die Regie mir sagt. 3, 2, 1, Tout le monde le craignait, c'est désormais chose faite, c'est la guerre éclatée en Ukraine. C'est l'un des thèmes que nous abordons aujourd'hui chez Junior. En ce moment, les événements se précipitent. C'est pourquoi nous ne pouvons vous donner qu'un petit aperçu de ce qui se passe en Ukraine dans notre série d'histoire. Savoir ce qui s'est passé dans le passé nous aide aussi à mieux comprendre les événements actuels. Der Chef ist vorne der Regisseur, der eben jetzt hier sozusagen der Pilot im Flugzeug ist. Daneben ist die Person, die sich um den Text kümmert, vor allen Dingen den Abspann am Ende mit den Namen. Und rechts von mir sitzt der Kameramann. Auf der anderen Seite ist der Prompter, das ist die Person, die den Text abspult, damit die Moderatoren immer genau wissen, was sie sagen sollen. Und vorne links gibt es noch die Person, die sozusagen die Videos abspielt, die, wenn der Regisseur sagt, jetzt das Video. Nickel. Le plateau 3, ça sera la 3 sur la 1. Par contre, tu peux élargir un peu, enfin, tu vas dézoomer. La 3? Ouais. Voilà. Megan Rapinoe, Pernilla Harder oder Samantha Kerr zum Beispiel. Aber nicht nur, dass sie weniger bekannt sind, nein, sie werden auch. Der größte Unterschied zwischen einer Kindernachrichtensendung und einer Erwachsenennachrichtensendung ist zum einen die Länge. Die Kindernachrichtensendungen sind 6 Minuten, für die Erwachsenen 20. Wir wollen natürlich unsere jungen Zuschauer nicht mit Informationen überschütten und damit auch manchmal überfordern und überladen. Und was auch vor allen Dingen wichtig ist, ist die Schreibweise. Man muss für junge Zuschauer etwas pädagogischer schreiben, alles vereinfachen. Man muss mehr den Kern behandeln, was nicht immer leicht ist. Es gelingt uns meistens, aber auch nicht immer. Am Sonntag könnt ihr im Junior-Magazin mit Magali. Ich verabschiede mich von euch, sage tschüss, salut, bis morgen, ja, wir haben... Wenn es inzwischen schon einige Fragen zum Video da sind, dann könnt ihr diese Fragen im Chat schreiben oder jetzt schon äußern und dann wird sich Stefanie melden. So, Jeremy hätte schon gerne die erste Frage. Und zwar, bitte. Wo ist das Studio? Wo sich das Studio befindet, wo diese Aufzeichnung in...
Also das Studio von Arte Yunal befindet sich in Straßburg. Stefanie wird bestimmt einige Wörter dazu sagen. Und das Team, das ganze Team arbeitet in Straßburg. Und wir, Arte Education, befinden wir uns in Paris. Also wir arbeiten eng zusammen miteinander, aber sind nicht in den gleichen Büros sozusagen. Okay. Das war die erste Frage. Das ist immer die schwierigste Frage. Okay, Stefanie kommt jetzt. Also, Entschuldigung für die technischen Probleme. Das tut mir furchtbar, furchtbar leid. Wir haben das extra vorher getestet. Ich bin extra früh gekommen. Wir haben alles etabliert und dann klappt das Mikro nicht. Und das auch noch bei einem Fernsehsender. Das ist natürlich sehr kurios. Aber manchmal steckt eben doch der Teufel im Detail und das sind dann die Tücken der Technik. Aber Hauptsache, ihr hört mich jetzt alle gut. Ich hoffe es zumindest sehr. Ja? Immerhin ja. Also dann fange ich einmal kurz mit einer Begrüßung an. Savan, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Wir haben ja auch das Video gerade gesehen. Das hat uns ja, hat mir ein bisschen Zeit verschafft, damit wir das Technikproblem lösen konnten. Und ich stelle mich noch einmal kurz vor. Ihr habt mich auch in dem Video eben gesehen. Ich bin eben Stefanie Hinzmann. Ich arbeite seit 2013 für Arte. Ich habe vorher studiert. Ich habe einen Bachelor gemacht in Paris und Bonn. Nachher dann einen Journalistikmaster in Freiburg und Straßburg. Und bin dann eben bei Arte gelandet, weil ich immer für Deutschland und Frankreich geschwärmt habe, für die deutsch-französische Freundschaft. Und da war dann Arte eben der Sender, der dann wirklich meinem Herzenswunsch entsprochen hat. Und ich arbeite für die Erwachsenennachrichten, die vielleicht ihr ja kennt oder eure Eltern oder die Lehrer. Und da mache ich dann eben Beiträge für Erwachsene, also richtig Nachrichten über den Ukraine-Krieg, das habt ihr eben in dem Beitrag gesehen, über den Syrien-Krieg, über Wahlen in Frankreich, in Deutschland, also ganz verschiedene Nachrichtenbeiträge. Ich bin auch viel auf Dreh, ich war schon viel unterwegs in Europa, ich war auch schon in Indien und habe dort Beiträge gedreht. Und ja, dann mache ich eben auch Junior-Nachrichten, die ihr vielleicht kennt. Unsere Kindernachrichtensendung für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren. Und da arbeite ich eben hinter den Kulissen und plane die ganze Sendung mit. Wir entscheiden gemeinsam, welche Beiträge, welche Reportagen, was wir für euch auswählen. Und ich moderiere eben auch und vor der Kamera auf Deutsch und Französisch. Ich bin keine Muttersprachlerin, das habt ihr vielleicht gehört. Ich habe Französisch in der Schule gelernt, war am Anfang furchtbar schlecht und hatte keine besonders guten Noten. Und dann wurde ich aber immer besser und immer besser und ich bin sogar nach Frankreich gezogen und es hat dann funktioniert. Mittlerweile kann ich es ganz gut. Genau. Und ja, wir sind heute zusammengekommen, um über Fake News zu sprechen. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich nehme an, ihr wisst alle sicherlich, was Fake News sind. Ich mache noch mal eine kurze Einführung und danach beantworten wir dann eure Fragen. Ich würde einmal noch mal, ich denke, ihr seid alle topfit im Englischen und ihr werdet es bestimmt ganz lustig finden, dass ich noch mal übersetze. Aber ich sage noch einmal, was Fake News sind. Fake ist natürlich Englisch, heißt falsch, gefälscht, News sind Nachrichten. Es sind gefälschte Nachrichten, von denen wir da sprechen. Aber diese Fake News sind nicht immer neu und frei erfunden, sondern manchmal werden auch bestehende Nachrichten oder Meldungen einfach aus dem Kontext gerissen und werden verformt, werden verändert. So gibt es halt eine völlig neue Bedeutung. Also Fake News können komplett neu sein oder eben einfach nur veränderte Nachrichten. Das betrifft aber nicht nur Nachrichten, sondern auch Bilder oder Videos. Ihr habt sicherlich schon mal alle davon gehört, von den sogenannten Deepfakes, wenn zum Beispiel Videos, Gesichter, Töne, wenn das alles verändert wird und gefälscht wird. Ja, und dieses Phänomen der Fake News, das gibt es tatsächlich eigentlich erst wirklich mit dem Aufkommen von Social Media, von den sozialen Medien, die ihr ja sicherlich alle kennt. Ihr habt sicherlich alle auch die Apps vielleicht auf dem Handy oder auf dem Rechner. Das sind Facebook, das sind WhatsApp oder eben Twitter, Snapchat, Instagram. Das sind eben alles soziale Plattformen, die heute aber nicht nur genutzt werden, um sich mit Freunden zu verabreden oder zu kommunizieren, sondern auch, um sich zu informieren. Also man möchte tatsächlich auch über Facebook informiert werden, über Nachrichten, was passiert in der Welt, was geschieht. Das Problem ist nur, dass natürlich Fernsehsender oder Radiosender oder Zeitungen ihre eigenen Accounts haben auf Social Media. Die haben eben ihre eigenen Seiten. Und der Content, also alles, was sie publizieren, Artikel, Videos, ist geprüft von Journalisten. Aber auf Social Media gibt es eben auch ganz viele Einzelpersonen, die dann einfach posten, was sie wollen, Meinungen verbreiten oder eben Informationen und Nachrichten fälschen. Und das führt dazu, dass auf Social Media alles gleichwertig ist. Man hat also sowohl
geprüfte Nachrichten von Journalisten als auch ungeprüfte Nachrichten von Menschen, die meinen, sie würden die Wahrheit sagen, aber eigentlich lügen. Das ist natürlich für euch alle, für uns auch, für Erwachsene und für Kinder und für Jugendliche eben sehr schwer herauszufinden, was ist wahr und was ist falsch. Jetzt muss man euch nochmal sagen, dass Fake News nicht was völlig Neues ist, sondern Fake News gab es früher auch schon. Es gab zum Beispiel die sogenannte Zeitungsente, das war eine Falschmeldung in einer Zeitung oder in einer Nachrichtensendung. Es gibt die Satire, das ist ganz klar gekennzeichnete, eine überspitzte Darstellung, oft witzig, Übertreibung oder Untertreibung über eine Person, über ein Ereignis. Dann gibt es den sogenannten Hoax, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist, und das habt ihr vielleicht sogar bekommen, das ist, wenn ihr eine E-Mail erhaltet, eine WhatsApp, wo jemand sagt, Achtung, Achtung, bitte das und das nicht machen, diese Seite nicht öffnen, da könnte sich ein Virus hinter verstecken und das ist eigentlich völliger Quatsch. Es wird aber vermehrt geteilt, geklickt und so passieren dann eben eine schnelle Weiterverbreitung von solchen Falschmeldungen, die eigentlich gar nicht wahr sind. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Propaganda. Das sind dann eben Diktaturen zum Beispiel, Regime, die eben ganz effizient Falschmeldungen und ihre Meinung verbreiten, um selber sozusagen ihre eigene Sichtweise auf die Welt positiv darzustellen. Das sind also alles verschiedene Formen von Falschmeldungen, von Lügen. Der Unterschied ist nur, ob es journalistisch gekennzeichnet ist. Im Falle der Satire weiß man das. Das sind Nachrichten, die kennzeichnen das, indem sie oben hinschreiben, es ist eine Satire. Es gibt spezielle Zeitungen, die nur sich auf Satire spezialisiert haben, wie in Deutschland der Postillon. Eine Zeitungsende, eine Falschmeldung von einer Zeitung, die wird ganz klar am nächsten Tag korrigiert. Man entschuldigt sich. Als Journalist ist man transparent. Man sagt, das war ein Fehler, wir haben uns vertan. Fake News, und das ist der ganz, 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 ganz große Unterschied, hat eine Intention. Das heißt, Fake News werden ganz absichtlich platziert. Die werden gewollt gesetzt, und zwar aus verschiedenen Gründen. Fake News können gesetzt werden aus Hass, weil zum Beispiel jemand sagt, ich mag keine Migranten. Ich mag keine Flüchtlinge oder ich mag keine Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Das sind Menschen, die haben Hass auf solche Personengruppen und deswegen publizieren sie einfach Lügen, um so für eine Stimmung und eine Meinung in der Gesellschaft auf Social Media zu sorgen. Und es gibt eben leider viele, viele, viele Menschen da draußen, die das dann einfach glauben. Das ist also ein Grund aus Hass. So gab es zum Beispiel mal ein Fake News, ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel, so gab es mal ein Fake News darüber, dass man wohl gesagt hat, Geflüchtete sollen bei der Essensausgabe für Bedürftige, zum Beispiel bei der Tafel, bevorzugt werden. Und das wurde dann ganz wild geteilt online, das stimmte aber nicht. Und das wurde einfach in die Welt gesetzt, um so Hass auf Geflüchtete zu schüren. Das ist also eine Möglichkeit, aus Hass Fake News zu posten. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, da kann man dann eben aus politischen Gründen Fake News posten. Dass man halt sagt, man möchte entweder im Wahlkampf, jetzt in Frankreich waren ja Wahlen, wir hatten 2020 die Wahlen in den USA, da möchte man natürlich dann entweder für einen Kandidaten Stimmung machen, dass man für ihn stimmt, oder man möchte ihn denunzieren, man möchte also, dass er nicht so viele Stimmen bekommt. So gab es zum Beispiel eine ganz, ganz große und berühmte Falschmeldung, in der 2016 der Papst gesagt hat, er wäre für Donald Trump, er würde ihn unterstützen. Die ging um die Welt, millionenfach geklickt, war aber falsch. Der Papst hat nie gesagt, ich bin für Donald Trump und nicht für Hillary Clinton. Das sind also aus politischen Gründen gepostete Fake News. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe, das ist Geld. Aus finanziellen Gründen werden Fake News gepostet. Das heißt, die Leute wollen damit Geld verdienen. Das heißt, wenn auf einer Internetseite, in einem Post, auf Facebook, auf Social Media eine besonders reißerische, eine besonders sensationelle Nachricht steht, die vielleicht völlig verkehrt ist, dann klicken die Leute drauf, wollen das dann lesen, wollen das darüber wissen, dann landen die auf dieser Webseite und die Webseite verdient eben Geld, weil Werbeunternehmen dort ihre Werbung platzieren. Und je mehr die Seite geklickt wird, desto mehr investiert die Werbebranche und so gewinnen die Leute eben daraus. So gab es zum Beispiel eine Meldung von einem berühmten amerikanischen Schauspieler, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder habt von ihm gehört. Das ist ein US-Amerikaner, Morgan Freeman. Der ist im Alter von 80 Jahren, soll er gestorben sein. Man hat ihn also für tot erklärt.
Dabei war der noch quicklebendig und war noch gar nicht tot. Und man hat dann aber tatsächlich das einfach verbreitet. Und so hat die Webseite natürlich Glück gehabt, weil alle Leute haben draufgeklickt, haben gedacht, was, dieser berühmte Schauspieler, der kann doch nicht tot sein. Und so hatten die extrem viele Klicks in kürzester Zeit und damit verdienen sie natürlich extrem viel Geld. Das kann also alles durchaus passieren. Das sind also die drei Gründe. Jetzt werde ich mal vielleicht in die Runde fragen. Ich muss jetzt mal schauen, weil ich euch ja jetzt hier auf meinem kleinen Handy zugeschaltet habe, ob was im Chat steht, weil ich den tatsächlich nicht sehe. Ich muss mal schauen. Genau, ich muss das noch herausfinden, eben wie das mit dem Chat funktioniert, weil es gäbe nämlich dann, ich würde euch dann nämlich auch verraten, wie man Fake News enttarnt, aber damit ich euch jetzt hier nicht ganze Zeit allein unterhalte und euch was erzähle, würde ich mal schauen, ob wir schon eine Frage zwischenschieben können. Vielleicht auch live. Also es ist, ich glaube, in Gommern ist vielleicht eine Frage. Schauen wir mal. Frau Hanrich, gehen Sie erstmal, und dann gibt es eine Frage im Chat, die kann ich gerne vorlesen, Stefanie, wenn du willst. Wie kann man Fake News von seriösen News unterscheiden? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und das wäre jetzt auch der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen. Das ist nämlich tatsächlich schwer, Fakten von Fake zu unterscheiden. Was ist also ein Fakt und was ist ein Fake? Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Ja? Klappt noch? Okay, also Fakten von Fake, wie kann man das unterscheiden? Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Also erstmal muss ich euch eine Sache sagen, man braucht Medienkompetenz. Das Wort ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen sperrig. Medienkompetenz, was soll das eigentlich sein? Als ich in der Schule war, hatte ich natürlich noch keine große Medienkompetenz. Medienkompetenz erarbeitet man sich über die Jahre. Medienkompetenz heißt, man schaut Nachrichten im Fernsehen mit den Eltern. Ihr schaut vielleicht Kinder- oder Jugendnachrichten. Ihr schaut vielleicht Arte Journal Junior. Ihr schaut vielleicht im ZDF-Logo. Es gibt ja ganz, ganz viele öffentlich-rechtliche Medien, die ganz tolle Kindernachrichten produzieren. Die haben tolle Webseiten. Das ist quasi der erste Zugang zu Medien, dass man halt sich interessiert, dass man sich interessiert, was passiert in der Welt, was ist los da draußen. Und das macht man, indem man Zeitungen liest, zum Beispiel die Zeit, die hat ja auch eine tolle Kinder- und Jugendseite. Es gibt eben die Kinderfernsehprogramme und es gibt auch Radioprogramme und Podcasts. Und so fangt ihr an, Medien zu konsumieren. Und danach, wenn ihr diese Medien konsumiert, dann kommt ihr irgendwann an die Erwachsenenmedien ran. Das heißt, ihr schaut dann wahrscheinlich irgendwann die Tagesschau auf der ARD, ihr schaut das Heute-Journal, das Arte-Journal auf Arte. Das sind eben alles Nachrichtensendungen, in denen ausgebildete Journalisten arbeiten. Und Medienkompetenz erarbeitet man sich so, indem man eben viel Medien konsumiert, aber auch die richtigen Medien. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was sind denn eigentlich die richtigen Medien? Was soll ich denn da schauen? Und da ist es nämlich schwer, in dem Dschungel von vielen Seiten, Homepages, die es gibt, Webseiten, Kanälen auf Social Media, da weiß man überhaupt nicht mehr, wem man da eigentlich folgen soll und wem man glauben kann. Ich kann euch ans Herz legen, auf die großen öffentlichen Medien zu gehen, auf die großen Medien zu gehen, die einfach auch in Deutschland sehr anerkannt sind, eben wie ARD, wie ZDF, die ganzen kleineren Untersender sozusagen von der ARD, der WDR, der MDR, der Hessische Rundfunk, der HR, SWR und so weiter. Arte, es gibt dann auch natürlich die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, das sind auch sehr geprüfte Medien. Dann habt ihr die Deutsche Welle, den Deutschlandfunk, also alles öffentlich-rechtliche Medien die und Zeitungen, Radiosender, denen man durchaus vertrauen kann. Warum sage ich das? Warum kann man denen vertrauen? Ich sage nicht, dass wir keine Fehler machen. Wir machen auch Fehler. Um euch ein kleines Beispiel zu geben, bei uns bei Junior ist auch ein großer Fehler unterlaufen. Wir haben eine Serie gemacht zu dem Euro, zu dem, wann ist das Geld eigentlich eingeführt worden. Und dann haben wir tatsächlich zwei Länder auf der Karte vergessen. Und wir haben dann aber tolle Zuschauer, die uns gesagt haben, ihr habt da einen großen Fehler gemacht, da fehlten Luxemburg und ich glaube Spanien. Und wir haben dann gesagt, oh weia, ihr habt recht, vielen Dank für eure Zuschriften. Wir haben das dann korrigiert und haben dann uns in der Sendung dafür entschuldigt. Das heißt, wir waren transparent, wir waren ehrlich. Das war keine absichtliche Lüge, sondern es war einfach ein Fehler, der uns passieren kann. Den kann allen Journalisten passieren, aber Journalisten korrigieren und entschuldigen sich dafür. Und wir Journalisten, und das ist ein kleiner Einblick in meine Arbeit, wir arbeiten ja zusammen mit sogenannten Nachrichtenagenturen. Ich weiß nicht, ob ihr Nachrichtenagenturen kennt. Ich nenne euch mal welche. Wenn ihr das nächste Mal einen Zeitungsartikel lest, zum Beispiel oder online, dann werdet ihr manchmal ganz oben oder ganz unten am Ende des Artikels eine kleine Abkürzung in Klammern sehen. Zum Beispiel die dpa.
Das ist die deutsche Presseagentur. Dann gibt es die AFP, das ist die Agence France-Presse, das ist die französische Presseagentur. Dann gibt es Reuters, das ist eine britische Nachrichtenagentur. Es gibt AP, das ist die Associated Press, das ist eine amerikanische Nachrichtenagentur. Es gibt EBU, das sind die Europäer. Also es gibt quasi ganz, ganz viele Nachrichtenagenturen und dort arbeiten Auslandskorrespondenten, Journalisten in aller Welt und die beliefern uns hier, die Nachrichtenredaktion, mit Nachrichten und Informationen. Und die prüfen das für uns. Das heißt, das, was wir von denen bekommen, ist nachgeprüft und sicher. Aber ich bin natürlich eine Journalistin, die auch nochmal nachprüft, kann diese Information richtig sein? Ich habe ja mein Kopf, den habt ihr auch, den habt ihr immer dabei. Ihr habt immer euren kritischen Geist. Ihr wisst, kann das stimmen, kann das nicht stimmen? Glaube ich das jetzt? Oder klingt das vielleicht doch ein bisschen verkehrt? Und das mache ich auch. Wenn ich Nachrichten bekomme, wenn ich Informationen lese, überlege ich, kann das stimmen? So habe ich zum Beispiel meine Eilmeldung bekommen über das Europäische Parlament und habe gedacht, Mensch, jetzt gucke ich doch mal, ob das stimmt. Und dann habe ich nach der Quelle gesucht, nach dem Ursprung, wo kommt diese Nachricht eigentlich her? Und dann bin ich auf die Seite vom Europäischen Parlament gegangen und habe gesucht und gesucht und gefunden und stellte fest, auf dem Europäischen Parlament stand die Nachricht ganz anders, als sie bei mir in der Eilmeldung ankam. Und so habe ich dann einen Fehler aufgedeckt, habe das dem Europäischen Parlament gesagt, habe das den Nachrichtenagenturen gesagt und so wurde es dann korrigiert. Das heißt, wenn ihr also Nachrichten, wenn ihr erstmal ist es wichtig, sich auszusuchen, wen man konsumiert an Medien, zu schauen, wem kann ich vertrauen, wer ist vertrauenswürdig. Und danach müsst ihr nach der Quelle suchen. Wo kommt diese Nachricht eigentlich her? Wer ist der Autor? Jede Nachricht hat einen Autor. Ich gebe als Journalist immer meinen Namen an, weil wenn ich einen Fehler mache, stehe ich dafür gerade. Jemand, der absichtlich Fake News verbreitet, traut sich oft gar nicht, seinen echten Namen zu nennen. Der traut sich nicht, das publik zu machen. Das heißt, sucht, ob es einen Autor gibt oder ob es eine kleine Klammer gibt mit DPA, AFP, dass da also eine Nachrichtenagentur hintersteckt. Das sind dann schon geprüfte Nachrichten. Die nächste Möglichkeit ist zu schauen, ob es ein Impressum gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, was ein Impressum ist, aber ein Impressum findet ihr in Zeitungen oder über die Menüleiste auf den einzelnen Webseiten. Da steht drauf, wer ist eigentlich verantwortlich für die Inhalte? Wer steckt dahinter? Wer sind die Chefs? Wo sitzen die? Ist da eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse? Kann ich jemanden anrufen? Wir bei Arte zum Beispiel, unserer Kindernachrichtensendung, auch bei den Erwachsenen, haben immer einen Abspann. Im Abspann steht drin, wer ist verantwortlich für die Sendungen? Das heißt, passiert da was Schlimmes? Wissen wir, wer dafür gerade stehen muss? Das ist das Impressum im Grunde genommen oder der Abspann, der euch sagt, wer ist dafür verantwortlich. Das heißt, Autor prüfen, Quelle prüfen, schauen, ob es ein Impressum gibt. Und auf Social Media kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr da Nachrichten lädt, dann achtet mal darauf, wer die postet. Gibt es diese Person wirklich? Also ist das vielleicht eine Person mit einem Fake-Account, mit einem gefälschten Account? Gibt es diesen Account erst seit 2 Wochen? Hat der Account einen blauen Haken? Ist er geprüft? Dann kann man auch schauen, wie sieht eigentlich dieser Post aus? Wenn ich zum Beispiel sehe, dass meine Freunde etwas posten, was in Großbuchstaben geschrieben ist, was 5 Ausrufezeichen hat, 7 Fragezeichen, dann weiß ich, oh, das klingt ja sehr reißerisch, sehr sensationell. Und dann genieße ich das mit Vorsicht. Dann schaue ich mir an, wer das gepostet hat, wer dahinter steht und überlege dann dreimal, ob das eine echte Meldung ist oder eben doch eine falsche. Also auch seinem gesunden Menschenverstand trauen und gucken, eben, kann das stimmen oder nicht? Und was ihr noch machen könnt, ist natürlich auch eine sogenannte Bildrückwärtssuche. Wenn ihr zum Beispiel Bilder seht, die aus dem Kontext gerissen wurden, es gab einen ganz großen Fake, da gab es einen griechischen Minister, dem hat man einfach einen Mittelfinger, sagen wir mal, reingeschoppt ins Foto. Da wusste man auch nicht, stimmt das oder stimmt das nicht? Dann kann man über Google eine Bildrückwärtssuche machen. Das heißt, ihr macht einen Rechtsklick auf das Bild und sucht das Bild über Google und dann findet ihr das Bild in verschiedenen Kontexten und wisst, stimmt das oder stimmt das nicht? Und so kommt ihr vielleicht auch auf andere Artikel und andere Zusammenhänge. Und das ist ganz wichtig, wenn euch eine Nachricht ein bisschen komisch vorkommt, dann googelt einfach mal danach. Dann googelt es und schaut, ob einschlägige deutsche Medien darüber was geschrieben haben oder sucht mit dem Wörtchen Faktencheck in der Google-Suchleiste danach und dann werdet ihr schnell sehen, ob es wahr ist oder falsch. Und ich sehe eine Wortmeldung, glaube ich, auf meinem kleinen Handybildschirm. Nochmal aus Gommern, nicht wahr? Sind die Fake-News-Verbreiter rechtlich belangbar? Könntest du das nochmal wiederholen, bitte? Sind die Fake-News-Verbreiter rechtlich
Belangbar. Ach, rechtlich belangbar. Ja, ist eine ganz interessante Frage, weil, ja, also sie sind schon rechtlich belangbar, aber es ist natürlich schwierig herauszufinden, wer der Urheber ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber dieses Wochenende war ein ganz, ganz entscheidendes Wochenende, denn das Europäische Parlament und die EU-Kommission und auch die EU-Staaten haben ein neues Digitalgesetz auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, das jetzt noch vor dem Sommer beschlossen werden soll und das soll dann nächstes Jahr in Kraft treten. Das ist ein Gesetz, das uns Internet-User schützen soll vor Hassnachrichten, vor Falschmeldungen, vor Desinformation. Und dieses Gesetz verpflichtet alle Online-Plattformen dazu, falschen Content, also falsche Inhalte, Falschmeldungen binnen 24 Stunden, also unverzüglich, zu löschen, zu entfernen. Eigentlich so schnell wie möglich. Und wenn sie das nicht tun, machen sich diese Plattformen strafbar. Das heißt, die Plattformen können dafür bestraft werden. Und wenn man natürlich jemanden findet, also man muss natürlich den Urheber der Nachricht finden, wenn man ihn findet, kann man ihn auch rechtlich belangen. Man kann, und ihr könnt das übrigens auch machen. Wenn ihr seht, da ist ein Post, der ist falsch, ist eine Lüge, dann könnt ihr das den sozialen Diensten melden. Und ich sehe, aus Hohneudorf kommt auch eine Wortmeldung, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau, ich habe zwei Schüler, die wollen was fragen und ich versuche das mal. Heiko. Ja, also hier kommt die Frage auf nach dem Strafmaß im Prinzip. Ne? Also wenn man jemanden rechtlich belangen kann, wie groß sind die Folgen, die derjenige unter Umständen zu tragen hat? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die für mich recht schwer ist zu beantworten, weil das ja eine juristische Frage ist. Da müsste ich mich tatsächlich dann erstmal auch selber einlesen. Ich weiß, dass Online-Dienste Geldstrafen riskieren. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Auch die Person, die eben Hass und Hetze verbreitet oder Lügen verbreitet, die riskiert eben vor allen Dingen eine Geldstrafe. Ob es bis zur Haftstrafe gehen kann, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das dann doch gleich ins Juristische geht. Und ich glaube, da wäre dann wahrscheinlich ein Medienrechtler, ein Anwalt dann doch ein bisschen geschulter wahrscheinlich, um diese Frage richtig und perfekt zu beantworten. Ja, da war noch eine Frage, genau. Genau, da ist noch eine. Genau, hier kommt die Frage auf, welche Möglichkeiten die sozialen Medien, die Plattformen haben, überhaupt vorzugehen gegen Fake News. Also läuft es über Filter? Wie kommen die ran? Wie prüfen die? Und auch wie schnell kann es funktionieren? Habe ich die Frage richtig wiedergegeben? Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass natürlich Facebook, Twitter und Co., das sind ja alles keine Journalisten. Das sind ja alles, das sind ja Social-Media-Plattformen. Das heißt, die haben gar kein geschultes Personal, so wie wir. Wir wissen ja, wie wir Nachrichten filtern, wie wir Nachrichten überprüfen, wie das funktioniert. Jetzt sind natürlich die Leute bei Facebook, die Leute bei Google oder bei Twitter und sonst wo erstmal völlig überfordert mit der Flut an Nachrichten. Das kann man ja, es kann ja ein Einzelner gar nicht alles filtern. Das ist ja überhaupt nicht mehr machbar. Deswegen haben sich ja vor einigen Jahren, hat sich ja Mark Zuckerberg zum Beispiel bei Facebook auch überlegt, ich brauche spezielle Teams, ich brauche Teams, die das filtern, ich brauche Algorithmen, die solche Sachen filtern. Aber das ist natürlich eine Mammutaufgabe, weil ihr wisst ja selber, wie schnell ihr einen Post absetzen könnt. Ihr könnt ja in einer Sekunde könnt ihr was posten und das kann ja potenziell jeder Erdenbürger machen. Das heißt, da ist ja eine Flut von Nachrichten, da kann man gar nicht mehr Herr werden. Das heißt, erst wenn, ich glaube, wenn so eine Fake News wirklich die Runde macht und dann millionenfach einfach quasi um den Erdball geht, oder wenn sie eben rechtzeitig und frühzeitig von aufmerksamen Usern gemeldet wird, dann kann halt Facebook auch dementsprechend reagieren. Aber durch dieses neue EU-Digitalgesetz werden sie natürlich jetzt dazu verpflichtet, auch zu reagieren und müssen eben schnellstmöglich solche Inhalte auch entfernen. Und das wird natürlich dann für Facebook zur Mammutaufgabe werden. Aber wie sie das dann genau machen werden, da dieses Gesetz ja gerade erst auf den Markt gekommen ist, wenn man so will, oder gerade erst, also soll ja jetzt erst nächstes Jahr in Kraft treten, müssen sich die Social-Media-Plattformen auch ganz neu aufstellen. Aber der Gesetz ist dann, so schnell wie möglich die Falschnachricht zu löschen. Also binnen 24 Stunden, das gilt soll ab 2023 gelten. Und ja, und ich glaube auch, wenn ihr als aufmerksame User möglichst schnell so etwas meldet, das könnt ihr machen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr das schon nutzt, aber ihr habt meistens über eure Menüleisten oder über den Beitrag, könnt ihr sehen, den Beitrag melden. Ich habe auch schon mal einen Beitrag gemeldet, weil ich gesagt habe, nee, das kann nicht stimmen. Dann das einfach ruhig machen und nicht zögern, weil man so eben die Welle von Fake News dann aufhält.
Ja, also ich hoffe, ich konnte die Frage auch gut beantworten. Ich weiß, dass da wahrscheinlich man dann auch nochmal jemanden bräuchte, der dann tatsächlich für so einen Online-Dienst arbeitet, vielleicht jemanden von Facebook direkt oder von Twitter oder Instagram, um zu schauen, wie die das dann genau machen vor Ort. Ich kann euch sagen, wie wir Journalisten mit Fake News umgehen, wie dann die Social-Media-Dienste das nochmal vor Ort machen. Das ist tatsächlich etwas, was ich grob weiß, aber nicht ganz bis ins Detail, weil ich eben ja für eine Nachrichtensendung arbeite und nicht bei Twitter oder bei Facebook. Und schauen wir mal, ob wir noch eine Wortmeldung haben. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt von eurer Seite. Ja, dann nochmal nach Hohenneudorf. Genau, hier kam noch die Frage auf, was man tun kann, wenn man im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis Leute hat, die Fake News glauben. Denn nur dadurch, dass sie auf Social Media gelöscht werden, sind sie ja nicht aus der Welt. Und ich würde die Frage noch ergänzen. Sie sagten vorhin, man soll halt großen öffentlichen Sendern vertrauen. Aber Leute, die für Fake News anfällig sind oder die gerade, die unterstellen den großen öffentlichen Sendern ja gar nicht, dass sie diese News bewusst unterdrücken. Und wie geht man mit diesen Leuten um? Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Ich meine, ich mache nur einen ganz kurzen Einschub und dann antworte ich auf die Frage. Aber ich war selber mal auf einer großen Demo in Frankfurt, als die Europäische Zentralbank eröffnet wurde. Und da waren viele, viele Demonstranten und eben auch Linksradikale, Rechtsradikale, da war alles bunt gemischt. Und man hat mich dann auch aufs Übelste beschimpft, hat gesagt, du bist die Lügenpresse, du lügst, du sagst nicht die Wahrheit. Also wir werden immer mehr damit konfrontiert. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Es ist natürlich jemand, der ein sehr festgefahrenes Denken hat und von seinem Weltbild und seiner Weltsicht überzeugt ist, der ist natürlich sehr, sehr schwer. Es ist schwer, ihn eines Gegenteils zu überzeugen. Für den ist natürlich auch immer die Frage, was ist wahr? Wo fängt Wahrheit an und wo hört sie auf? Das ist tatsächlich ein unglaublich schwieriges Thema. Als ich als Lügenpresse beschimpft wurde, tat mir das sehr weh, weil ich mir gedacht habe, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht, man spricht ja auch vom journalistischen Handwerk, ich habe dieses Handwerk erlernt, das ist ja keine Kunst, sondern es ist ein wirkliches Handwerk. Man muss lernen, wie man Nachrichten macht, wie man Nachrichten schreibt, wie man recherchiert. Das heißt, es gibt dafür Studiengänge, es gibt Journalistenschulen, das ist eine harte Schule, durch die man da gehen muss und man kann dem ja schon vertrauen. Ich meine, es ist ja wie bei Ärzten oder wie bei Biochemikern oder bei Theologen oder auch bei Lehrern. Wir haben ja alle eine universitäre Laufbahn, sind wir ja durchlaufen, um dann eben dahin zu kommen, wo wir heute hinkommen. Das heißt, diese Laufbahnen und diese Studiengänge sind ja anerkannt, staatlich und geprüft. So kann man dann uns eigentlich schon auch vertrauen. Aber es stimmt schon, dass es unglaublich schwer ist, solchen Menschen zu entgegnen. Man kann sich da manchmal tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal, müde diskutieren, weil die einfach schwer sind, eines besseren oder einer anderen Welt sich zu belehren. Ich weiß, wenn in meinem eigenen Freundeskreis sowas passiert, und das ist eigentlich eine Anekdote, die ich jetzt einmal teile, aber ich habe eine Freundin, die dann auch Journalistin ist und die dann auch mal eine sehr zweifelhafte Sache auf Facebook teilte, und ich habe mir dann diesen Post angeschaut, habe dann eben, wie ich es gesagt habe, geguckt, wer ist denn da die Urheber, dann sah ich so einen ganz kryptischen Namen, recherchierte dann und dachte mir, das kann doch alles gar nicht wahr sein, und dann habe ich ihr das gesagt. Und sie hat wahrscheinlich in einem müden Moment einfach gesagt, Mensch, ich teile das mal. Und dann ist sie aber zurückgerudert. Ich sehe das auch in meinem eigenen Umkreis, in meiner Familie. Dann werden da fleißig, also gerade so in der Generation 50, 60, 70, werden dann fleißig WhatsApps gepostet und geteilt, in denen dann auch gegen Flüchtlinge gewettert wird, wo falsche Behauptungen geteilt werden. Und ich gehe dann sofort einfach auch in die Konfrontation. Also ich scheue mich dann nicht, etwas zu sagen. Und ich entgegne diesen Menschen dann mit Fakten, mit Faktenwissen, was ich durch meinen Beruf habe, was natürlich aber nicht jeder Mensch hat. Dafür muss man ja einfach viel lesen, viel lernen. Man ist auf Dreh, man hört zu. Man kann aber diesen Menschen Tipps an die Hand geben. Man kann sagen, glaubst du denn wirklich, was da steht? Hast du denn mal nach der Originalquelle gesucht? Warst du mal auf der Seite der Bundesregierung, auf der Seite des Bundeskanzlers? Kann Olaf Scholz so etwas wirklich sagen? Ich mache jetzt Beispiele. Oder kann Angela Merkel sowas wirklich gesagt haben? Es gab einmal die Fake News, dass Angela Merkel sich auf 12 Millionen Flüchtlinge freut, also dass dann unbedingt noch mehr kommen müssen, was auch völlig falsch war, hat sie nie gesagt. Aber da muss man immer sozusagen nach der Quelle suchen. Das heißt, ich würde nie die Konfrontation scheuen, also wenn es nicht für euch gefährlich ist natürlich, aber meistens ist es besser,
den Leuten zu sagen, Mensch, glaubst du wirklich, dass das wahr sein kann? Diese Nachricht ist so merkwürdig geschrieben, da sind vielleicht Rechtschreibfehler drin, es sind alles Großbuchstaben, es ist sehr reißerisch, sehr sensationell. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, ob das stimmen kann. Vielleicht gemeinsam nach der Wahrheit suchen. Aber es gibt natürlich auch heute, auch in Zeiten der Corona-Pandemie, es gibt ja die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Es gibt rechtsextreme, rechtspopulistische Internetseiten. Die haben natürlich einfach ihre Denkweise und die sind da zu 1000% von überzeugt. Und das ist ganz, ganz schwer, sie davon abzubringen. Also ich meine, das ist tatsächlich ein Fass ohne Boden, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, man sollte nie scheuen, es zu tun. Wenn ich sehe, da teilt jemand Sachen, die falsch sind, dann gehe ich hin und gebe ihm Hilfestellung. Und es hat oft funktioniert. Ich habe gesagt, meinst du, es kann sein? Und dann habe ich argumentiert und mit Fakten belegt. Und dann ist die Person irgendwann auch zurückgerudert. Aber es gibt auch unbelehrbare Sturköpfe, die einfach sagen, das ist meine Weltsicht. Und ich möchte, dass diese Weltsicht von der ganzen Welt geteilt wird. Und spanne jetzt mal einen weiten Bogen, aber es ist im Grunde genommen auch wie ein Wladimir Putin im Moment, der seine Sicht auf die Dinge hat, der sagt, in der Ukraine sind überall Nazis und deswegen mache ich da einen Krieg. Es ist ein völlig verdrehtes Weltbild, was Wladimir Putin hat, aber er hat eben auch seine Anhänger. Und da ist es dann eben wichtig, dass man mit Experten spricht, dass man liest, dass man die Geschichte, den historischen Kontext versteht und eben auch diese Politik analysiert. Aber das ist natürlich auch viel Arbeit, die Journalisten natürlich auch übernehmen und Experten. Ich weiß nicht, ob noch eine Frage, ja genau, ich sehe noch mal eine Frage aus Hohenneuendorf. Ja, genau. Die Frage ist, ob das abgeschlossene Studium, und da muss ich sagen, das ging mir beim Zuhören gerade auch so, ob das abgeschlossene Studium, dass Journalisten haben, dass Ärzte haben, dass Lehrer haben, immer ein Kriterium dafür ist, der ist jetzt wirklich vertrauenswürdig. Also ich sehe das natürlich so für mich und Sie sehen das für sich ganz sicher auch so. Aber hier wurden so ein bisschen, na, du hast selber keine Zweifel, oder? Oder doch? Ja, also doch, eigentlich schon. Ich würde mich natürlich auf die Aussage verlassen. Okay, also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darum zu sagen, das ist kein ausreichendes Kriterium, dass jemand ein Studium zu Ende gebracht hat, dass man sagt, dem kann ich jetzt auch wirklich glauben. Und eigentlich Ihr Beispiel von den Ärzten ist ja ganz gut. Und da fällt, glaube ich, jedem ein Beispiel ein, wo man sagt, naja, mit dem Arzt habe ich aber schlechte Erfahrungen oder so. Das stimmt, ja. Also ich kann die Frage nachvollziehen. Es stimmt auf jeden Fall, dass man nach einem abgeschlossenen Studium natürlich noch kein, also ich spreche jetzt aus journalistischer Perspektive, dass man da kein Medienprofi ist. Ich habe ein Studium abgeschlossen, ich habe gelernt, wie man filmt, wie man dreht, wie man Artikel schreibt. Ich habe das alles gelernt. Und nachher, das ist sozusagen der Anfang. Wir fangen ja alle mal an und dann beginnt man ja im Sender zu arbeiten. Das stimmt, dass man dann vielleicht noch nicht glaubwürdig ist, alleine vom Studium her. Aber dann kommt es ja auch darauf an, wie man dann journalistisch weitergeht. Es gibt ja den klassischen Beispiel von der Eva Herrmann, die jahrelang Tagesschau-Moderatorin war und die heute Verschwörungstheoretikerin ist. Die hat sich ja dann abgewandt, aber die arbeitet seitdem ja auch schon nicht mehr für die Tagesschau. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass ich hier bei Arte ja arbeite und ich arbeite ja nicht allein. Ich kann ja nicht einfach fröhlich ins Studio gehen und einfach erzählen, wonach mir lustig ist, sondern wir sind ja ein großes Team. Das heißt, ich habe hier angefangen, wenn ich zum Beispiel einen Nachrichtenbeitrag schreibe oder auf Dreh bin, dann muss ich diesen Beitrag ja selber schreiben, ich muss ihn verfassen, ich muss ihn recherchieren. Dann gibt es eine sogenannte Abnahme bei uns. Das heißt, bei der Abnahme ist immer der Chef vom Dienst dabei, das ist der Sendungschef an dem Tag. Es ist immer ein Gegenleser dabei und dann noch ein Übersetzer, weil unsere Arte-Beiträge werden ja noch jeweils immer in die andere Sprache übersetzt, Französisch-Deutsch. Das heißt, wenn ich einen Beitrag fertig habe, entweder mit Agenturmaterialien oder selbst gedreht, gucken da nochmal drei Leute drüber. Und die überprüfen nochmal alle, die machen nochmal ein Fact-Checking. Hat die Stefanie alles richtig gemacht? Stimmt das, was da steht? Und das macht mich ja nochmal glaubwürdiger. Wenn ich dann also vier Leute habe, also mich angefangen, dann habe ich ja noch einen Cutter, mit dem ich arbeite, der das auch nochmal überprüft. Und dann noch den Gegenleser, den Übersetzer und den Chef vom Dienst. Dann kann man eigentlich sicher sein, dass nach sechs Personen, die da mehr oder weniger drüber schauen, dass dann auch der Wahrheitsgehalt zu 100% gegeben ist. Und wenn wir dann merken, da ist uns ein Fehler unterlaufen, dann wird das in der Regel schnellstmöglich korrigiert. Ich glaube, das ist vielleicht das, was wichtig ist, was uns glaubwürdiger macht, weil ich ja nicht da ganz alleine stehe. Eine Einzelperson auf Facebook, steht da vielleicht ganz allein und kann machen, was sie will. Bei einem Arzt ist das ja ähnlich. Also ich glaube, bei Ärzten, ich bin jetzt keine Ärztin,
Und das stimmt, man kann mit Ärzten gute und schlechte Erfahrungen machen. So gibt es ja auch im Journalismus Unterschiede. Jeder Journalist sucht sich ja auch seine Zeitung aus. Es gibt eben die, die sagen, ich möchte lieber für private Medien arbeiten. Die anderen sagen lieber für öffentlich-rechtliche. Die einen sagen, ich möchte in die Unterhaltungsbranche, ich möchte lieber Kultur, ich möchte Politik oder Wirtschaft machen. Jeder sucht sich ja auch sein Ressort aus, seinen Schwerpunkt nachher. Und bei Ärzten ist es auch so. Natürlich gibt es sowohl bei den Journalisten als auch bei den Ärzten gute und schlechte und welche, die besser zu einem passen und weniger gut zu einem passen. Aber glaube ich, auch gerade bei Ärzten in Krankenhäusern, die haben ja auch die Möglichkeit, sich zu beraten, sich untereinander auszutauschen in Zweifelsfällen. Und natürlich gibt es keine, es ist natürlich schwer zu sagen, dass man kann sich hundertprozentig auf alle verlassen, aber man braucht ja einfach eine Grundlage. Wenn man halt immer alles in Frage stellt, dann könnte man ja im Grunde genommen niemandem mehr vertrauen. Aber ich weiß, dass wir als Journalisten natürlich eine ganz, ganz strenge Kontrolle haben der Nachrichten von A bis Z. Wir haben unsere Korrespondenten, unser Netzwerk vor Ort. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann rufen wir die Italiener an, dann rufen wir unsere Korrespondenten in Indien an, die Korrespondenten in Großbritannien und fragen nach. Wir arbeiten mit Übersetzern zusammen, die uns die Zitate übersetzen. Also es ist schon mehrfach geprüft von unserer Seite. Zumindest bei Arte. Ich weiß, dass die Tagesschau und das ZDF auch so arbeiten, weil ich da schon Einblick bekommen durfte. Ich hoffe, das war eine gute Antwort. Und ich glaube, da kommt noch eine Frage, wenn ich die Wortmeldung hinten gesehen habe im Klassenraum aus Hohenneuendorf. Ja, also hier kommt nochmal das Bedenken, dass es sein könnte, du korrigierst mich, wenn ich es falsch wiedergebe, dass es sein könnte, dass von den vielen unterschiedlichen Motiven, die es gibt, im Journalismus arbeiten zu wollen, eins auch sein könnte, dass man versucht, mit seiner Arbeit die Meinung zu beeinflussen, die öffentliche. Ja, ja das stimmt, aber das ist, ich kann das nachvollziehen, aber im Journalismus, man ist ja als Journalist, also wenn man als Journalist arbeiten will, arbeitet man ja in der Regel nicht ganz allein. Also als Journalist arbeitet man ja in der Regel in einer Redaktion. Und in einer Redaktion gibt es immer einen Chefredakteur, eine Schacht, ich glaube eine Charta könnte man auf Deutsch fast sagen. Also es gibt natürlich ein Regelwerk in jeder Redaktion. Arte zum Beispiel, unser Journal und auch bei den Kindernachrichten, wir haben natürlich eine deutsch-französische und eine sehr europäische Ausrichtung. Wir schauen natürlich, in welche Richtung wollen wir berichten, welche Inhalte wählen wir aus. Natürlich treffen wir eine Vorauswahl. Aber ich kann ja als Journalist, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und könnte sagen, ich schreibe einen Nachrichtenbeitrag, der ganz klar rechtsextreme Züge hat. Würde ich nie machen. Könnte ich natürlich machen. Aber dann kommt hier meine Chefredakteurin und sagt, Stefanie, das geht so nicht. Das geht so nicht. Du kannst es nicht schreiben. Das ist ganz klar wertend. Das ist Fake. Das ist Lüge. Das heißt, ich habe ja jemanden, der es kontrolliert. Ich kann nicht ungeschehen einfach irgendwas veröffentlichen als Journalist. Und wenn wir Journalisten Meinungen veröffentlichen, dann ist das immer klar gekennzeichnet. Das heißt, wenn ihr mal in der Zeitung aufmerksam blättert oder wenn ihr auf einer Internetseite blättert oder auch selbst in der Tagesschau schaut, dann wird gesagt, der Kommentar von, die Meinung von. Genauso bei einer Filmkritik oder ist es dann auch ganz klar eine Kritik. Man weiß, es ist eine Kritik, die ist wertend. Das heißt, jede Form des Beitrags, Nachrichtenbeitrags, wird gekennzeichnet. Ist es eine Satire? Ist es eben eine Kritik? Ist es eine Meinung? Oder ist es tatsächlich einfach nur ein normaler Artikel? Ist es ein Leitartikel? Ist es nur eine Meldung? Das heißt, im journalistischen Wissen gibt es ja, oder im Jargon gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, wie man schreiben kann. Das heißt, wenn ein Journalist seine Meinung kundtun will, dann wird das auch offiziell gekennzeichnet. Ein Journalist würde nie einfach so seine Meinung raushauen und das nicht kennzeichnen. Das würde er nicht tun. Das machen Menschen auf Social Media, Einzelpersonen. Aber ein Journalist, der eben seine Berufsethik hat und seine Moral hat, der würde das nicht tun. Aber es gibt sicherlich auch im Journalismus Abspaltungen, wie ich eben gesagt habe, wie Eva Herrmann, die lange Tagesschau moderiert hat und dann jetzt zur Verschwörungstheoretikerin wurde. Das kann natürlich passieren, aber das sind ja manchmal auch ganz persönliche Einschnitte, die dazu führen, dass die Menschen dann irgendwie abdriften und eine ganz andere Wahrheit haben wollen oder sehen wollen. Genau, ich weiß nicht, ob wir noch eine Wortmeldung haben aus einer der beiden Schulen. Ich meine, ich sehe da eine noch aus Hohenneuendorf, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, Stine. Ja, ich habe eine Frage zu. Die Frage ist, ob das Weglassen von entscheidenden Informationen auch in den Bereich Fake News gehört.
Interessante Frage, nein, weil Fake heißt ja, es ist eine gefälschte Nachricht. Wenn man was weglässt, es ist ja nichts Gefälschtes. Die Frage ist natürlich auch, ab wann ist eine Nachricht oder eine Information eine entscheidende Nachricht oder eine entscheidende Information? Und da ist es dann wieder die Politik eines jeden Nachrichtensenders, einer jeden Zeitung, eines jeden Radios selber zu entscheiden, welche Nachricht bringe ich raus, welche Nachricht veröffentliche ich und wie gebe ich sie raus. Jetzt ist es natürlich an mir und das ist ja wieder dieses berühmte Redakteurshandwerk, das habe ich gelernt. Ich habe gelernt herauszufiltern, was sind die wichtigsten Sachen, was muss ich sagen. Und ich glaube, dass das die Journalisten im Allgemeinen sehr gut beherrschen. Und wenn es eine entscheidende Information ist, dann lassen wir sie nie weg. Alles, was entscheidend ist, wird veröffentlicht. Man kann natürlich eine Information vergessen. Man kann auch nicht alles erzählen. Wir haben leider für unsere Nachrichtenbeiträge 1 Minute 30 bis 2 Minuten. Für Reportagen haben wir 2 bis 5 Minuten. Das heißt, man hat wenig Zeit, um viel zu erzählen. Deswegen ist es an uns herauszusuchen, was ist die Quintessenz, was muss ich dem Leser, dem Zuschauer, dem Zuhörer alles mit auf den Weg geben, dass er das Wichtigste versteht. Weil wenn man auch zu viel erzählt, dann verliert man irgendwann die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer, die schalten ab oder haben nichts verstanden und das will man ja auch vermeiden. Und deswegen ist das Weglassen von Informationen, glaube ich, auf jeden Fall definitiv keine Fake News, es ist einfach ein Vorsortieren an Nachrichten, weil nur um euch mal so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, von den, ich sag mal, von 100% Nachrichten, die bei uns hier eintrudeln jeden Tag, seht ihr 1% davon. Es sind so viele Nachrichten, das kann man gar nicht alles berichten. Und dann ist es jede Redaktion, die dann entscheidet, was berichten wir. Bei Arte werdet ihr zum Beispiel, wir haben zum Beispiel keinen Sport. Wir machen bei Arte auch keine Meldungen über Unfälle auf der Autobahn oder über brennende Häuser. Das machen wir nicht. Dafür gibt es dann wieder andere Sender, die das machen. Das sind dann Magazine wie Brisant oder Lokalnachrichten, die sowas abfangen. Wir machen wirklich große europäische, internationale Nachrichten. Und da ist es dann an euch zu entscheiden, was interessiert mich. Will ich mich nur informieren, was in meiner Stadt passiert oder in meinem Bundesland, dann gucke ich eben die regionalen Sender oder die lokalen Sender, wenn ihr einen habt. Und wenn ihr sagt, ich möchte national und international informiert sein, dann schaut ihr ZDF, ihr schaut das Auslandsjournal, ihr schaut Arte oder auch vielleicht möchtet ihr auch fürs Private schauen. Ich meine, RTL hat auch eine Nachrichtensendung, RTL Aktuell, ProSieben. Das ist dann aber an euch zu schauen, was euch da am besten gefällt und was ihr am besten versteht. Okay, ich habe hier noch 2 Meldungen. Ich weiß nicht, ob wir die noch unterkriegen. Also für mich ist das okay. Ich weiß nicht, wie das bei Servan aussieht. Ja, bei uns auch, Frau Heinrich. Haben Sie noch ein paar Minuten? Oder? Ich habe jetzt die beiden Schüler schon verabschiedet. Die sind Busschüler und mussten den Bus kriegen. Aber ich bin bis 14 Uhr. Um 14 Uhr habe ich erst den nächsten Termin. Alles gut. Okay. Ja, dann machen wir doch die 2 Fragen nachher. Genau, wir sind selber ein bisschen, bei uns klingelt es in 5 Minuten. Aber vielleicht können wir es kurz fassen, Melissa. Also es ging glaube ich, vielleicht habe ich die Frage falsch wiedergegeben. Es ging darum, dass absichtsvoll entscheidende Details weggelassen werden. Also die dazu führen, dass man den Sachverhalt falsch versteht. Ja, okay. Jetzt ja, aber das ist da ganz... Klicken. Ja, aber... Da ist es ja schon dann in der Frage steckt ja schon die Antwort. Wenn man absichtlich eine Nachricht verändert, indem man Relevantes weglässt, dann verändert man sie ja schon. Es geht ja um die Intention. Wenn also absichtlich und gezielt eine Nachricht verändert wird, dann ist das ganz klar ein Fake News. Aber dass das von einem Journalisten kommt, ist, also zumindest, ich sag mal, von einem Journalisten aus meiner Redaktion, ist mehr als unwahrscheinlich. Also absichtlich, das ist ja dann eigentlich eine Veränderung der Nachricht. Aber ja, ich glaube, es ist, also ich glaube, das alleinige Weglassen verändert die Nachricht ja noch nicht. Aber sie umändern, umschreiben, umformulieren, das ist dann ganz klar Fake News. Das ist eine Falschmeldung. Also es dreht sich jetzt weiter um diesen Sachverhalt. Ich würde vorschlagen, wir versuchen am Freitag das mal an konkreten Beispielen nochmal durchzugehen. Ja. Okay. Dann sehe ich das so, dass unsere Fragen für heute hier auch erschöpft sind. Wir sehen uns aber in 4 Tagen hier schon wieder und dann können wir noch kursintern weitersprechen. Perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Fragen. Ich kann nur noch mal an euch sozusagen appellieren, dass ihr kritisch hinterfragt, Entschuldigung, erstmal denken, bevor man teilt,
ein bisschen analysieren, im Zweifel auch mit dem Lehrer sprechen, mit den Eltern, mit den Geschwistern oder Freunden und nicht einfach wild drauf losteilen und nicht nur Schlagzeilen lesen, auch schauen, was steht dahinter im Artikel. Das ist, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig. Einfach ein bisschen auch eurem Bauchgefühl vertrauen und ich glaube, mit euren Lehrern seid ihr da schon sehr gut aufgehoben, die euch dann auch nochmal ein bisschen Medienkompetenz mitgeben und sagen, wie kann man eben mit sowas umgehen. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und es tut mir sehr leid, dass wir am Anfang technische Probleme hatten, aber am Ende konntet ihr mich ja dann doch hören, immerhin. Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen und vielen Dank, Stefanie, dass du heute mit uns warst. Ja, ich freue mich sehr und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und gibt es ansonsten noch... Vielen Dank. Dankeschön. Ja, also wir hatten ja hier nur den harten Kern heute der Courage AG der Schule, die also diese Werte, die Sie auch nochmal angesprochen haben, versucht auch zu multiplizieren und auch an andere weiterzugeben, an Schüler, die hier zur Schule gehen und eben auch dieses Gut Bad. Und vielen Dank für die nützlichen Informationen und das war wirklich sehr hochinteressant. Danke. Dann einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Wink mal kurz.